Es da ist Born, ein neuer Stern nämlich. Büros, das war vorgestern. Einkaufszentren, das wird bald gestern gewesen sein. Was jetzt kommt, das sind offensichtlich Hotels und Hotelzimmer. Die UBM, die war ja immer schon sehr früh mit den Trends dran, ein Early Bird halt. Und die zum Beispiel hat vor vielen Jahren schon begonnen, Hotels zu entwickeln, hat mittlerweile tausende Hotelzimmer in ganz Europa errichtet. Das tut sie auch jetzt noch, beispielsweise in Amsterdam, in Berlin, anderen großen Städten. Aber das ist ein Trend, der sowohl für die UBM wie auch für andere große Hotelentwickler absehbar zu Ende sein wird. Nämlich deshalb, weil der Bedarf der Hotelbetten in diesen großen Hauptstädten und großen Ballungszentren in Wahrheit jetzt schon gedeckt ist und es immer mehr zu einem Verdrängungswettbewerb kommt und das ist auch für einen Hotelentwickler nicht besonders gesund. Die UBM reagiert damit, dass sie jetzt die sogenannten Secondary Cities entdeckt und in Städten wie im Umfeld von Frankfurt oder in Köln oder in Düsseldorf auf der Suche nach neuen Hotelprojekten ist. Ob dieser Trend aufgeht, in Secondary Cities hochklassige Hotels zu errichten oder ob die UBM und andere Hotelentwickler da die Rechnung ohne den Wirt gemacht haben, das werden wir bald sehen. Ich hoffe, dass dieser Stern nicht schon bald wieder im Sinken ist. Das war Gerhard Rodler, fast live aus dem Millennium Tower. Bis zur nächsten Woche.